Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft verstehen, einfach und klar erklärt. Heute schauen wir uns mal an, was die Kaufkraft einer Währung mit McDonald's zu tun hat. Ja, und es geht auch letzten Endes um Wechselkurse. So, jetzt kommt schon der Big Mac. Ja, der spielt hier eine ganz besondere Rolle und wir beschäftigen uns heute mal mit dem Big Mac Index. Der Big Mac Index wurde 1986 von der britischen Wochenzeitschrift The Economist ins Leben gerufen und dieser hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Währungen miteinander zu vergleichen und zwar auch in der Kaufkraft dieser Währungen. Ja, und man geht davon aus, dass der Big Mac aufgrund des Franchise-Systems, in dem McDonald's arbeitet, überall die gleiche Qualität hat, die gleichen Zutaten und gleich zubereitet wird, also dass dieser Big Mac ganz leicht zu vergleichen ist. Ja, so ein Big Mac, der besteht im Wesentlichen aus Sesambrötchen, Rinderhackfleisch, Schmelzkäse, Salat, Gewürzgurken, Zwiebeln und Soße. Und das überall in der gleichen Zusammensetzung und gleichen Qualität. Nur in manchen Ländern wird aus Glaubensgründen der Big Mac ein wenig anders zubereitet, so zum Beispiel in Indien. Dort wird dann Hühnerfleisch verwendet und kein Rinderfleisch und eine ganz spezielle Soße, das ist die Yanchi-Soße. Gut, nichtsdestotrotz wird der Big Mac in über 140 Ländern weltweit von McDonald's angeboten und ist seit über 40 Jahren im Programm von McDonald's. Und deswegen bietet sich dieses Produkt an, um die Kaufkraft einzelner Währungen miteinander zu vergleichen. Ja, was macht man? Man schaut, wie viel kostet dieser Big Mac umgerechnet in US-Dollar in den einzelnen Ländern. Und das ist mal ganz interessant. Dann kommen unterschiedliche Preise dabei heraus, wenn man sich das näher anschaut. Also in der Schweiz zum Beispiel ist der Big Mac zurzeit am teuersten. Da kostet er rund 6,50 Dollar. In den USA gute 5 Dollar. In Deutschland gute 4 Dollar und in Russland nur gute 2 Dollar. So, und dann kann man die Währungen eben miteinander vergleichen, indem man dann immer umrechnet auf US-Dollar und sieht dann, okay, kann ich mir zum Beispiel in Euro genauso viel Big Mac leisten in Amerika wie in Europa. Und wenn das nicht der Fall ist, ist der Euro entweder über- oder unterbewertet. Aktuell müsste der Euro steigen im Wert, um sich diesem Big Mac Index anzupassen, damit man ungefähr genauso viel bekommen würde in Amerika wie in Europa. Oder sagen wir mal in Deutschland. Ne? Europa sind ja verschiedene Preise für den Big Mac. Und ja, in der Schweiz zum Beispiel würde sich aufgrund dieses Big Mac Indexes jetzt ergeben, dass die Schweizer Währung, der Schweizer Franken, überbewertet ist. So, das ist im Prinzip das, wie man vorgeht. Und es ist natürlich zu beachten, das ist nicht ganz ernst gemeint. Es wird aber schon jedes Jahr auch durchgeführt und immer wieder erhoben. Und man orientiert sich schon daran. Aber man muss natürlich bedenken, in den einzelnen Ländern sind auch unterschiedliche Lohnkosten, unterschiedliche Energiekosten, unterschiedliche Nachfragen und so weiter und so fort, unterschiedliche Handelshemmnisse oder ja politische Vorgaben, sodass der Vergleich auch etwas hinken kann. Gut, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben über diesen Big Mac Index. Denkt mal daran, wenn ihr das nächste Mal in einen Big Mac beißt. Ja, das hat auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, den konnte ich euch ein bisschen näher bringen. Und ja, wenn ihr euch weiter informieren möchtet, dann schaut auch auf der Homepage vorbei von Wirtschaft verstehen. Die ist hier unter dem Video bei YouTube in den Kommentaren wieder zu finden. Bis zum nächsten Mal und ja, tschüss.